Begrüße Sie herzlich zu dieser zweiten Folge von Europe at Lunch in der zweiten Serie. Schön, dass Sie alle da sind. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema des erforderlichen Mehrs bei einer Volksabstimmung. Und dazu begrüße ich herzlich Christa Tobler. Sie ist Professorin für Europarecht am Europa-Institut der Universität Basel. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe direkt Ihnen das Wort. Wir werden es so machen, vielleicht noch kurz zur Erklärung, dass Frau Tobler hält die Präsentation in Deutsch. Ich werde Ihnen zugleich die Folien auf Französisch zeigen, damit wir beide Sprachen abgedeckt haben. Für diejenigen, die möchten, die Präsentation ist dann auch auf Deutsch vorhanden. Aber wir versuchen das in dieser Serie mal so zu machen, weil das eine Rückmeldung war aus der ersten Serie, dass beide Sprachen jeweils irgendwie abgedeckt sein sollten. Und Sie können dann im Anschluss an die Präsentation von Frau Tobler auch Fragen stellen in Deutsch oder in Französisch, und Frau Tober wird dann gerne wahrscheinlich in Deutsch auf diese antworten. Gut, dann übergebe ich Ihnen das Wort, Frau Tober. Vielen Dank. Ich habe die schöne Aufgabe, ganz kurz in das Thema einzuführen. Nun wissen Sie alle, ich bin nicht Verfassungsrechtlerin, sondern Europarechtlerin. Ich werde mich an die Grundlagen halten und hoffe, dass das dann Stoff für die Diskussion geben wird. Wenn gleich zum zweiten Bild gehen könnten. Genau. Zuerst vielleicht, wo sind wir? Das Thema ist ja, was ist die erforderliche Mehrheit bei einer Abstimmung über das Ergebnis der laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU? Wir finden uns im Moment auf diesem Schema ganz links, da wo auch der Cursor steht, nämlich Verhandlungen Schweiz-EU. Wir sind also noch nicht weiter. Die Frage, die wir heute diskutieren, die stellt sich erst sehr viel später. Wenn eine politische Einigung gefunden ist, wenn man das Abkommen unterzeichnet hat, geht es zurück in die Genehmigungsverfahren. Es geht bei uns zur Bundesversammlung. Wenn die Bundesversammlung genehmigt, dann steht die Frage des allfälligen Referendums. Bitte das nächste Bild. Worum geht es? Es geht insbesondere bei dieser Streitfrage um die Verhandlungen über die institutionellen Fragen. Seit Jahren verhandeln ja die Schweiz und die EU über erneuerte institutionelle Regeln für gewisse bilaterale Abkommen. Da geht es um Auslegung, Aufdatierung, Überwachung, Streitbeilegung. Und in der neuen Runde der Verhandlungen seit dem März dieses Jahres geht es auch noch um diverse weitere Themen. Rechts ist die Infografik des Bundes, wo alle diese verschiedenen Themen angedeutet sind, der sogenannte Paketansatz. Es ist eine heiß umstrittene Thematik, wie wir alle wissen, und die wird sicher nach einer allfälligen Zustimmung in der Bundesversammlung zu einer Volksabstimmung führen. Die Frage für die Kreise, die für eine solche Abstimmung wären, sind vor allem zwei. Muss man dafür erst Stimmen sammeln? Und wenn es zur Abstimmung kommt, mit welchem Modus wird über die Vorlage entschieden? Also aus der Sicht der kritischen Kreise, was braucht es, damit das Referendum gelingt und die neuen Regeln abgelehnt würden? Bitte nächste Folie. Den rechtlichen Rahmen für diese Frage, den finden wir natürlich in unserer Bundesverfassung. Und in dieser Bundesverfassung gibt es einen vierten Titel über Volk und Stände, ein zweites Kapitel über Initiative und Referendum. Und hier finden Sie nun diese zwei für unsere Thematik entscheidenden Begriffe, das obligatorische Referendum und das fakultative Referendum. Bitte nächste Folie. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Wenn wir zum Beispiel die Terminologie-Datenbank der Bundesverwaltung anschauen, dann haben wir schöne, klare, einfache Erklärungen und ich habe farblich hervorgehoben, worum es geht. Ein obligatorisches Referendum muss zwingend durchgeführt werden und die Änderungen, um die es geht, die erfordern für die Annahme ein doppeltes Mehr, sowohl das Volksmehr wie auch das Ständemehr. Im Gegensatz dazu wird ein fakultatives Referendum nur auf Verlangen durchgeführt. Also dafür muss man eben Stimmen sammeln. Und die Referendumsvorlage ist angenommen, wenn
die Mehrheit der Stimmenden zustimmt. Wir brauchen hier also nur ein Volksmehr. Bitte nächstes Bild. Nun haben sich diverse Leute Gedanken gemacht über dieses System. Ich erwähne zwei kurze Beispiele. Hier zuerst einmal der Politologe Wolf Linder. Natürlich ist es so, dass wenn man ein doppeltes Mehr erreichen muss, dass das grundsätzlich klar schwieriger ist. Man muss eine Hürde mehr nehmen für die Vorlage. Und Wolf Linder hat sich das nun angeschaut und er hat gesagt, naja, das Problem ist, das Erfordernis des Ständemehrs durchbricht das Demokratieprinzip. Es gilt ein Kanton, eine Stimme. Egal wie groß oder wie klein dieser Kanton ist, der Gedanke dahinter ist der Schutz der kleineren Kantone. Linder spricht dann von einer Bremswirkung dieses Föderalismusprinzips. Und das kommt vor allem dann zum Ausdruck, wenn die beiden Elemente nicht gleich sind. Also wenn die eine Seite Ja sagt, die andere Seite Nein sagt. Wenn die Kantone Nein sagen, wenn man kein Ständemehr erreicht, dann ist es egal, wie groß das Volksmehr war, es wird immer überstimmt durch dieses Kantonsveto. Und da stellt sich dann die Frage, der zweitletzte Punkt hier auf der Liste, ist hinzunehmen, dass wegen dieses Föderalismusprinzips eine Mehrheit von 17 bis 30% der Stimmenden, das ist, was man errechnet hat politologisch, wie viel es dann eben braucht, dass eine solche Minderheit ausreicht, um die demokratische Mehrheit auszubremsen. Der Politologe Linder hat einen Vorschlag präsentiert, wenn wir ein ungleiches Volk und Ständemehr haben, dann würde er es gut finden, wenn man das stärkere Mehr als gültig erklären würde. Das ist ein Vorschlag, die Verfassung sieht im Moment natürlich nicht so aus. Darf ich um das nächste Bild bitten? Ebenfalls über das System haben sich zum Beispiel Thomas Gottier, Universität Bern, die Schweiz in Europa und Paul Rechsteiner Gedanken gemacht. Ich zitiere hier Rechsteiner in der WOZ, noch nicht so lange her. Er hat dann gesagt, na ja, wenn eben das Ständemehr maßgebend ist, so wie wir das gerade beschrieben haben, zählen für das Ergebnis nicht alle Stimmberechtigten gleich viel. Das Prinzip eine Person, eine Stimme gilt nicht mehr. Wenn man die Kantone anschaut, dann hängt die Stimmkraft davon ab, wo man wohnt. Die Stimme einer Urnerin wiegt 41 Mal mehr als jene eines Zürchers, die eines Appenzell-Innerrhoders 47 Mal mehr als jene einer Zürcherin. Und aufmerksam gemacht wird dann auch noch auf die demografischen Veränderungen, welche eben dieses Ungleichgewicht immer krasser erscheinen lassen. Man muss allerdings sagen, die Gegenstimmen, die sagen dann, naja, das ist eben im System angelegt. Wir haben ja auf der einen Seite ein Volksmehr, da geht es um die individuellen Stimmenden. Und wir haben auf der anderen Seite ein Kantonsmehr, ganz bewusst, wo es eben darum geht, die Kantone zu schützen und gerade die kleinen Kantone zu schützen, die dann wichtiger sind gegenüber den größeren. Also so viel zum System. Bitte das nächste. Das nächste Bild. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage, wann muss denn dieses obligatorische Referendum ergriffen werden, muss dieses obligatorische Referendum durchgeführt werden? Wie gesagt, wenn es um ein solches Referendum geht, dann muss die Volksabstimmung zwingend durchgeführt werden. Es braucht kein Stimmensammeln. Es ist von daher eben entscheidend, für welche Fälle das vorgesehen ist. Sie sehen vor sich, Artikel 140 Absatz 1 der Schweizer Bundesverfassung. Für uns von Interesse ist der Buchstabe B. Da geht es um internationale Organisationen. Wenn also das Ziel ist, dass die Schweiz einer Organisation für kollektive Sicherheit oder einer supranationalen Gemeinschaft beitritt, dann muss man ein solches obligatorisches Referendum verordnen. Es ist klar, dass es in unserem Fall bei diesen Verhandlungen über die Weiterentwicklung des bilateralen Weges nicht um eine Organisation für eine kollektive Sicherheit geht. Das klassische Beispiel hier ist natürlich die NATO. Das ist kein relevantes Thema für diese Thematik. Aber es stellt sich die Frage, was denn ist mit diesen supranationalen Gemeinschaften? Ich bitte um die nächste Seite. Na, der verfassungsrechtliche Wortlaut hilft uns hier nicht weiter. Wir finden einfach den Begriff und mehr sehen wir dann nicht.
In der Literatur liest man dann regelmäßig, das typische Beispiel sei die Europäische Union. Sie definiert sich selber als supranational, sie ist anerkanntermaßen supranational. Und die Frage ist nun eben, was ist mit diesen bilateralen drei? Kann man die irgendwie auch in Verbindung setzen mit solchen supranationalen Gemeinschaften? Hier gibt es nun klar unterschiedliche Auffassungen. Für mich persönlich ist völlig fraglos, dass es bei diesen laufenden Verhandlungen nicht um einen Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft geht. Und das konnten Sie auch schon lesen bei Astrid Epine in dem viel diskutierten Artikel in der NZZ im Februar. Wenn Sie aber zum Beispiel den St. Galler Kommentar zur BV anschauen, die neueste Auflage, die aber in diesem Punkt das Gleiche sagt wie die frühere Auflage, wo Daniel Thürer, Oliver Dickelmann damals diesen Text schrieben. Und dort lesen Sie Folgendes, ich zitiere, denkbar wäre etwa im Fall einer weiteren Integration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt eine Unterstellung unter den EuGH als Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft zu betrachten. Naja, hier ist nun die Frage, wie bestimmt man das, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht? Und auch, was ist eine Unterstellung unter den EuGH? Offene Fragen. Darf ich um das nächste Bild bitten? So viel zum Wortlaut der Verfassung. Nun stellt sich aber die Frage, könnte denn das Bundesparlament auch andere Fälle, also eben nicht Beitritte zu supranationalen Gemeinschaften oder zu kollektiven Sicherheitsorganisationen, könnte es auch andere Fälle dem obligatorischen Referendum unterstellen? Man spricht dann gemeinhin von einem Staatsvertragsreferendum eigener Art sui generis. Ich habe mal nachgeschaut in diversen offiziellen Dokumenten. Wenn man die Botschaft, die Erklärung des Bundesrates zur Neufassung der Bundesverfassung, die wir ja heute haben, liest von 1996, dann liest man hier Artikel 140 BV, wie er heute nummeriert ist, schließt nach bisheriger Praxis nicht aus, dass im Einzelfall auch andere Staatsverträge von außerordentlicher Bedeutung dem obligatorischen Referendum von Volk und Ständen unterstellt werden. Es gibt dann eine Fußnote und in dieser Fußnote wird als Beispiel erwähnt die Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum. Aber diese Aussage stammt von 1996. Ein viel neueres Dokument, ein Gutachten der Bundesverwaltung vom Mai dieses Jahres über diese Frage des Referendums, verweist auf spätere verfassungsrechtliche Entwicklungen und schließt aus diesen Entwicklungen mit einer Frage, nämlich ob das heute noch zulässig wäre, dieses Referendum sui generis, ist jedoch fraglich. Das bundesverfassungsrechtliche System der Volksrechte geht davon aus, dass die Bundesverfassung die Rechte von Volk und Ständen über die Rechtsetzung einschließlich Staatsverträge mitzubestimmen abschließend regelt. Das heißt, nur was wirklich in der Bundesverfassung steht, berechtigt dann zu einem solchen Referendum oder verpflichtet zu einem solchen Referendum, nicht noch andere Dinge dazu. Wenn Sie das Gutachten anschauen, sehen Sie diverse Beispiele von diesen späteren verfassungsrechtlichen Entwicklungen, zum Beispiel die Initiative Staatsverträge vors Volk, die klar abgelehnt wurde, parlamentarische Vorstöße. Und man schließt dann eben daraus in diesem Gutachten, dass das letztlich eigentlich Klarheit geschaffen hat. Man will das nicht. Bitte die nächste Folie. Nun gibt es dazu, auch dazu, gleich beim Wortlaut der Bundesverfassung, sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Das Gutachten des Bundes argumentiert meiner Meinung nach auf dem Boden des Verfassungsrechts. Die Verfassung schafft Möglichkeiten, die Verfassung setzt aber auch Grenzen. Und auf dem Boden der Verfassungsentwicklung, mehrfache Ablehnung einer Änderung zugunsten eines obligatorischen Staatsvertragsreferendums. Astrid Epine hat schon bevor dieses Gutachten da war, in ihrem Artikel in der NZZ gesagt, eine Unterstellung unter das obligatorische Referendum wäre nach ihrer Interpretation ein Verfassungsbruch. Andere finden dagegen die verfassungsrechtlichen Entwicklungen offenbar nicht relevant.
Die klare Gegenposition vertritt Professor Andreas Glaser. Er hat gesagt, angesichts der Präzedenzfälle, die es gibt, muss die Bundesversammlung das Abkommen dem obligatorischen Referendum unterstellen. Sonst würde sie einen Bruch gegenüber ihrer bisherigen mehrfach bestätigten Praxis vollziehen. Sie sehen hier jetzt das Interessante, dass auf beiden Seiten mit einem Bruch argumentiert wird. Die eine Seite, Astrid Epine, sagt Bruch der Verfassung, wenn man es tun würde. Und umgekehrt sagt Andreas Glaser Bruch mit der etablierten Praxis, wenn man es nicht tun würde. Das Ganze scheint faktisch immer mehr eine Glaubensfrage zu werden. Eine Glaubensfrage, wo vielleicht weniger auf dem Boden des Wortlautes der Verfassung und rein rechtlichen Argumenten argumentiert wird, sondern wo im Hintergrund zumindest andere Überlegungen mitspielen. Ich bitte um meine letzte Folie. Wenn wir das nun zusammenfassen aus rechtlicher Sicht, haben wir eine Stufenfolge von Fragen. Unbestrittenerweise ist der Ausgangspunkt für dieses obligatorische Referendum mit dem doppelten Mehr der Artikel 140 Absatz 1 der Bundesverfassung. Und dieser Artikel sieht dieses Referendum nur für ganz bestimmte Fälle vor, darunter den Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften. Und die erste Frage, die sich hier stellt, ist: Können allenfalls die bilateralen drei als einen solchen Beitritt verstanden werden? Das ist eine offene Frage mit unterschiedlichen Meinungen dazu. Wenn wir eine Stufe weitergehen, gibt es denn überhaupt noch dieses obligatorische Staatsvertragsreferendum sui generis? In der Bundesverfassung ist es nicht erwähnt. Diskussionspunkt: Gibt es das noch angesichts dieser verfassungsrechtlichen Entwicklungen? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und dann die dritte Stufe: Wenn wir ja sagen würden, wenn wir sagen jawohl, das gibt es immer noch, dann stellt sich die Frage nach den Voraussetzungen. Vorlagen von außerordentlicher Wichtigkeit, wie das der Bundesrat formulierte, wann ist das erfüllt und wann ist das nicht erfüllt? Was ich Ihnen nun in aller Kürze geschildert habe, betrifft die rechtliche Argumentation zu dieser Frage. Es sollte uns allen klar sein, dass in der politischen Praxis natürlich nicht immer das Recht den Ausschlag gibt. Es gibt ganz andere Beweggründe, warum die einen dafür oder dagegen sind. Manchmal schlicht und einfach rein praktisch, um entweder die Chancen des Durchkommens oder die Chancen des Scheiterns zu erhöhen oder eben in Grenzen zu halten. Aber ich bin Juristin und ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns an den rechtlichen Rahmen halten würden. Wie gesagt, lässt auch eher gewisse Fragen offen. Und letztlich wird man sich überlegen müssen, welcher Argumentation man dann persönlich eher folgt. Aber wir sind es nicht, die entscheiden werden, es wird die Bundesversammlung sein. Und damit komme ich zum Schluss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christa Tobler, für diese sehr spannenden Ausführungen. Ich frage direkt in die Runde, gibt es Fragen, die Sie gerne stellen möchten oder Diskussionspunkte? Sie dürfen das gerne zeigen mit der Hand erheben oder mit dem Symbol Hand erheben. Ja, Werner. Besten Dank für die tollen Ausführungen. Ich habe generell eine Frage. Was spielen da Gerichtsbarkeit oder Gerichtsbarkeiten eine Rolle? Es gibt da verschiedene Auffassungen und wenn man jetzt auch die verschiedenen Verträge anschaut, die wir abgeschlossen haben oder die Eidgenossenschaft abgeschlossen hat, gibt es immer irgendwie gemischte Ausschüsse, es gibt sogenannte Schiedsgerichte. Die Schiedsgerichte, die sind meistens irgendwie mit einer Formel paritätisch zusammengesetzt. Und da fängt die Diskussion ja schon an. Das sind dann quasi immer diese fremden Richter, wo dann irgendwie da reinspielen, oder?
dann könnte man ja argumentieren, ja, wir können da nicht frei entscheiden, weder Bundesverwaltungsgericht noch Bundesgericht, sondern da sind, die spielen immer andere Richter auch eine Rolle. Wie sehen Sie diesen Punkt in der Argumentation? Ja, Sie treffen den Nagel natürlich auf den Kopf für den vielleicht heikelsten Punkt, der in der öffentlichen Debatte diskutiert wird. Es geht in die Richtung von dem, was im St. Galler Kommentar ja angedeutet wird, dass man darüber nachdenken könnte, ob, wenn eine echte Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof vorliegen würde, ob man dann einen Fall annehmen würde, wo es dieses obligatorische Referendum geben müsste. Ich gebe Ihnen als Gegenbeispiel einfach einen Fall zu bedenken, der eigentlich in der Öffentlichkeit kaum je diskutiert wird. Wir haben in unseren jetzigen Abkommen im Paket der Bilateralen 1 von 1999 das berühmte Luftverkehrsabkommen. Das wird häufig bezeichnet als das am weitestgehende Integrationsabkommen. Und in diesem Abkommen gibt es die Regelung, dass für ganz bestimmte Fragen, nicht für alle, die EU-Organe zuständig sind. Sie haben vielleicht noch in Erinnerung, vor ein paar Jahren gab es diesen Fluglärmstreit mit der Bundesrepublik Deutschland, wo Deutschland sagte, man darf nachts und früh morgens nicht mehr über süddeutsches Gebiet fliegen. Und das führte dann zu einem Gerichtsverfahren. Also zuerst ging man, die Schweiz offiziell, ging zur Europäischen Kommission, beklagte sich, war nicht glücklich mit der Entscheidung und dann ging das stufenweise hinauf bis zur obersten Ebene des Europäischen Gerichtshofes. Das ist mit anderen Worten ein Abkommen, wo wir eine direkte Zuständigkeit und auch wirklich das, was ich als eine Unterstellung unter den EuGH bezeichnen würde, bereits schon haben. Aber über die bilateralen 1 wurde kein obligatorisches Staatsvertragsreferendum ausgesprochen oder als nötig erachtet. Also Sie sehen, die politische Praxis ist da irgendwie auch ein wenig offen und uneinheitlich. Und was jetzt das Modell anbelangt mit dem Schiedsgericht, das dann für gewisse Auslegungsfragen sich an den EuGH wenden müsste, da ist aus rechtlicher Sicht die schöne Frage, ist das wirklich eine Unterstellung? Wenn das Schiedsgericht selber immer noch das ist, was am Schluss über den Fall entscheidet, wenn auch auslegungsmäßig gebunden an das, was der EuGH sagt, aber nicht für den Fall, für die Auslegung. Ja, Was ist klar. denn das? Und da kommen die ganzen Diskussionen und Streitfragen. Wie will man so etwas einordnen? Kritische Stimmen wie zum Beispiel mein Kollege Karl Baudenbacher, der frühere Präsident des EFTA-Gerichtshofes, ist klar der Meinung, dass das nicht geht. Das sind wirklich fremde Richter. Wir unterstellen uns total dem EuGH. Andere sehen es differenzierter. Also ich kann Ihnen nicht eine letztendliche klare Antwort geben. Es ist wie überall in solchen Fällen eine Frage der Gewichtung. Also auf Deutsch gesagt, das ist eine politische Entscheidung. Letztlich Und schon. schlussendlich Aber entscheidet. worauf ich Wert lege, ist, es ist eine politische Entscheidung der Bundesversammlung, die in einem rechtlichen Rahmen stattfindet. Was ich immer ein wenig bedenklich finde, ist, dass man manchmal bei uns in dieser Debatte das Gefühl hat, das Parlament kann tun und lassen, was es will. Es gibt keinerlei Grenzen. Faktisch ist es wahrscheinlich so, dass das Parlament entscheidet, wie es will. Aber es gibt rechtliche Grenzen. Auch das Parlament muss sich an die Verfassung halten. Vielen Dank für diese Bitte. Frage und die Ausführungen. Hast du noch eine Anschlussfrage, Werner, oder? Sonst gebe ich Ja, mal ich das lasse Wort. mal die anderen vielleicht kommen. Ja, Genau, besten du Dank. darfst dich später gerne nochmal melden, aber ich gebe sonst mal das Wort an Gerald Mäsch. Okay, vielen Dank für diesen klaren Vortrag. Sie haben ganz zum Schluss das Stichwort gebracht, was mich umtreibt. Sie haben gesagt, na ja, die Bundesversammlung kann anscheinend frei entscheiden, ist aber an die Verfassung gebunden. Nur es gibt keine Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass die Bundesversammlung sich an die Verfassung hält. Die ganze Diskussion schreit doch förmlich nach einem Verfassungsgericht für die Schweiz. Wird das gar nicht thematisiert? Ich meine, sind zufällige Mehrheiten der Bundesversammlung in dem Moment, wo sich die Frage stellt, die dafür sorgt, wie die Bundesversammlung entscheidet. Das, aus meiner Sicht, ist das störend.
Ja, das liegt im System bei uns, dass wir letztlich ein Verfassungsgericht im eigentlichen Sinne nicht haben. Das kommt davon, dass wir davon ausgehen, dass eben der Souverän das Volk ist. Aber nochmals, ich möchte betonen, auch wenn es keine Gerichtsinstanz gibt, die das dann überprüfen kann, ist das Parlament eben doch an die Verfassung gebunden. Und das Einzige, was man dann tun kann, aber auch tun soll, ist eben mit überzeugenden Argumenten arbeiten. Ja, also die Bundesversammlung hat ja jetzt auch dieses Gutachten der Bundesverwaltung, die kann das studieren und die müssen sich ernstlich überlegen, was sie machen und die müssen am Schluss auch die Verantwortung dafür tragen. Aber sie haben recht, es hat einen aus ihrer Sicht offenbar Systemfehler im Ganzen drin, weil es hier eben kein Verfassungsgericht gibt, aber wir sind nicht das einzige Land, die das nicht haben. Dann Giovanni. Ja, danke. Ich habe eine Oh. folgende Frage. Sie haben früher gesprochen von Ja, danke. der Praxis der Bundesversammlung, die normalerweise diese gewisse Abkommen unter dem Referendum unterstellt. Auf der anderen Seite, das Volk hat beschlossen, diese internationale Abkommen nicht dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. So gibt es einen Konflikt zwischen die Bundesversammlung und das Volk. Und wenn das Volk dann die Macht hat, sollte man eher den Entscheid des Volkes, nicht die Praxis der Bundesversammlung folgen. Ein sehr Das ist meine interessantes Überlegung. Thema. Vielleicht ist es völlig. Nein, nein, das ist eine absolut korrekte Überlegung, die kann man durchaus machen. Man muss das Ganze einfach auch ein wenig zeitlich einordnen. Wenn Sie die Geschichte anschauen, eben von Entscheiden dieser Bundesversammlung, um etwas diesem obligatorischen Referendum zu unterstellen, dann sehen Sie, es gibt diverse Präzedenzfälle. Aber es ist kein Zufall, dass in der Botschaft, die ich zitiert habe von 1996 als Beispiel der EWR genannt wird. Das war 1992. Und das war eigentlich das Paradebeispiel, wo man das gemacht hat. Und nachher kamen dann eben diese verfassungsrechtlichen Entwicklungen, wo unter anderem auch das Volk ganz klar Nein gesagt hat zu einer Änderung. Sie folgen mit Ihrer Bemerkung eigentlich der Logik des Gutachtens der Bundesverwaltung, die suggeriert genau das, wenn sie die Frage stellt, ist es heute überhaupt noch zulässig oder sagt, es scheint uns eigentlich heute nicht mehr zulässig, weil das Volk dagegen entschieden hat. Man muss sich klar sein, diese Diskussion wird zum Teil auch wirklich instrumentalisiert im Moment. Also je nachdem, welche Interessen man hat, sucht man sich die passenden Argumente zusammen, um zu sagen, wir können trotzdem. Es ist relativ durchsichtig, dass die wirklich kritischen Kreise sich natürlich erhoffen, mit einem doppelten Mehr eine bessere Chance zu haben, das Ganze abzuschmettern, sollte es denn überhaupt schon durchs Parlament kommen. Also da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Das war auch meine Schlussbemerkung. Da spielen eben nicht immer nur korrekte rechtliche Überlegungen und anerkanntermaßen die Möglichkeit von verschiedenen Auffassungen mit, sondern handfeste politische Interessen. Und je nachdem wird argumentiert. Aber ich kann Ihre Argumentation sehr gut nachvollziehen. Ja, auf der anderen Seite, man könnte politisch sagen, diejenigen, die das Referendum möchten, warum haben sie so viel Angst vor dem Volk? Wenn es so gut ist, würde das schon akzeptieren. Es gibt in Aber der viele Praxis. Leute sagen immer, das Volk ist immer so weise und er wird sicher die beste Lösung finden. Dann, es ist eine politische Frage und keine juristische Ja, auch diese Argumentation findet man eigentlich. natürlich, dass Leute sagen, es wäre natürlich, wenn man so will, besser abgesichert mit einem doppelten Mehr. Wenn beide Ja sagen, dann hat man sozusagen eine stärkere Basis dafür. Es ist mit einem gewissen Risiko behaftet, weil wenn Sie die Arbeiten des Politologen Linder zum Beispiel anschauen, dann sehen Sie klar, dass eben ein Ungleichgewicht im System ist zugunsten der Kantone. Und die Kantone, vor allem die kleinen und eher ländlichen Kantone, haben eine klare Tendenz, wie sie in solchen Dingen
abstimmen. Und dort liegt dann letztlich das Risiko. Aber es ist, wie Sie sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zu dieser Frage argumentiert. Vielen Dank, dann Werner. Ja, habe ich gerade eine Folgefrage. Was wäre dann der Weg, um solche Sachen oder solche Problematiken, sage ich jetzt einmal, zu lösen? Man müsste wahrscheinlich irgendeine Volksabstimmung machen oder irgendeinen neuen Gesetzesparagraf oder Verfassungsartikel reintun und dann abstimmen lassen, wie in solchen Fällen vorgegangen werden muss. Wie sehen Sie das, dass da dann Klarheit ist? Weil Ja. sonst sind wir sind ja dann langfristig total blockiert. Das glaube ich eigentlich nicht, dass wir total blockiert sind. Aber die Frage, wie lösen wir das? Man könnte argumentieren, das haben wir ja eben gelöst. Wir hatten ja diese Initiative Staatsverträge vors Volk. Da ging es genau darum, soll man das jetzt immer dem Volk unterbreiten? Und es wurde dann gesagt, nein. Also man kann argumentieren in guten Treuen. Da wurde eben nein Ja. gesagt. Und später wurden parlamentarische Vorstöße unternommen. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine Änderung vorzusehen. Das ist alles gescheitert. Also offenbar wollte man es am Schluss dann doch nicht. Es gibt Mechanismen, damit umzugehen. Aber wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo alle im Interesse ihrer Argumente versuchen, irgendeine Argumentation zu finden, wie man entweder in Ja. diese oder in die andere Richtung würde. Patrick Schmidt. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très clair pour un non-juriste y compris. Effectivement, du point de vue juridique, la chose paraît très claire, en tout cas pour un esprit cartésien. Mais effectivement, ce qui est un peu dans la mesure où effectivement le peuple a refusé cette possibilité, et il faut déjà un petit peu tirer sur la corde pour considérer ces bilatérales 3 comme une fête d'adhésion, hein, c'est parce que c'est là que ça se joue. On fait semblant de croire que ça va être une adhésion, alors Dieu sait si ça n'en est pas une. Mais par contre, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est la fin de la discussion où, malgré cette argumentation quand même forte et, je dirais, assez asymétrique, dans la mesure où vous avez le droit, vous avez le vote populaire, et de l'autre côté, quelqu'un qui vous dit « Es wäre denkbar que ». Et ça suffit apparemment pour jeter le doute et d'essayer d'introduire ce qu'on appellerait une logique floue. Donc vraiment, ça pose la question de ce que disait Werner tout à l'heure. Ça veut dire qu'au fond, le Parlement peut décider contre la Constitution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être difficile à expliquer, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord, monsieur. Das ist genau richtig, wie Sie das beschreiben und wie Sie auch gesagt haben, es wird ein Zweifel gesät, eben mit so einer Bemerkung, man könnte vielleicht, ja. Und das wird dann natürlich aufgenommen von verschiedenen Seiten und es wird dementsprechend unterschiedlich argumentiert. Aber wie Sie sagen, die Tatsache ist die, das Bundesparlament wird entscheiden. Der Bundesrat wird vorher einen Vorschlag gemacht haben, aber das Bundesparlament wird entscheiden und es muss am Schluss diese Entscheidung verantworten. Und wie wir schon thematisiert haben, das Bundesparlament ist faktisch gesehen, wenn auch nicht rechtlich, ist es also frei in dem Sinne von, es wird entscheiden, wie es es für richtig empfindet. Es gibt diesen rechtlichen Rahmen, aber tatsächlich damit werden wir leben müssen. Dann Carlo. Sie haben das Mikrofon Du noch. musst noch dein Mikrofon. Ja, danke, danke. Wir haben schon Vertrauen in unsere Parlamentarier, dass sie ihre verfassungstreue Schwur respektieren und sicher die als Gericht handeln werden und die Frage eben im rechtlichen Rahmen behandeln. Aber wenn sie entscheiden würden, dass ein obligatorisches Referendum nötig ist, dann ist das die Entscheidung. Und was können wir machen? Wir, zum Beispiel, die wir dagegen wären, wo können wir rekurrieren? Praktisch nichts, richtig? Oder könnten wir sogar zum Menschenrechtsgericht gehen oder so mit zweifelhafter politischer Bedeutung und Chancen?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Also wie ich schon sagte, ich bin ja nicht Bundesverfassungsrechtlerin. Also ich bin nicht die absoluten Ins und Outs des Ganzen kenne ich nicht. Aber nach meinem Kenntnisstand gibt es keine Möglichkeit, etwas zu tun gegen eine solche Entscheidung der Bundesversammlung. Was Sie jederzeit tun können, ist eine neue Initiative starten, in die eine oder in die andere Richtung. Das kann man tun, das sind die Volksrechte. Oder jemanden im Parlament bearbeiten, um eine Motion einzubringen, das können wir tun. Aber die Entscheidung der Bundesversammlung selber, nach meinem Wissensstand, und ich sage nochmals, ich bin nicht spezialisiert in dem Bereich, die besteht dann einfach und das war's. Dann gab es noch eine Frage von Aline Sen, die per Chat gestellt wurde. Ich lese sie kurz vor. Wie wird diese Debatte von Seiten der EU wahrgenommen? Beeinflusst sie unter Umständen sogar die Verhandlungen negativ? Ja, das ist eine schöne Frage. Oder die Schweiz hat immer das Gefühl, sie sei ja der totale Sonderfall und die EU, die muss das endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass bei uns alles viel schwieriger ist, weil wir immer noch diese Möglichkeit einer Volksabstimmung im Hintergrund haben. Es stimmt, dass es in der Schweiz über sehr viel mehr Fragen Abstimmungen gibt und das weiß die EU auch. Wir sind aber nicht das einzige Land, wo es solche Möglichkeiten gibt. Eben viel mehr bei uns, das ist richtig. Die Meinungen, also die EU, ich lese im Allgemeinen, dass die EU das schon zur Kenntnis genommen hat und jetzt in den Verhandlungen wird damit auch gepokert. Oder ich weiß, dass unsere Verhandlungsseite die ganze Zeit sagt, schauen Sie, das ist ein wirklich wichtiger Punkt und da müssen wir eine Lösung finden, sonst hat das Ganze weder im Parlament noch beim Volk eine Chance. Das kann man schon sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch gewisse Systemgrenzen, wo die EU dann gleich nicht, trotzdem nicht darüber hinausgeht. Also ich denke persönlich zum Beispiel, das ist meine persönliche Einschätzung, dass eine zahlenmäßige Schutzklausel, das können wir vergessen. Das werden wir nicht durchbringen für die Begrenzung des Personenverkehrs. Ich kann mir aber vorstellen, dass die EU, weil sie diese Anliegen sieht, irgendwie in kleinerem Maße schon probiert, der Schweiz ein wenig entgegenzukommen. Aber es ist schwierig, oder? Da haben Sie immer diese beiden Seiten. Letztlich ist es, glaube ich, nicht so, dass wir mit dem Argument der direkten Demokratie sozusagen die EU, ich sage es jetzt ein bisschen ungeschützt, zum Kuschen bringen in den Punkten, die wir dann wichtig finden. Man weiß es, man kennt das System, es ist anforderungsreicher als bei anderen Ländern, aber wir sind nicht das einzige Land, wo unter Umständen Volksabstimmungen drohen können, wenn man das negativ darstellen will. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Frau Dobler, möchten Sie abschließend noch etwas Ja, sagen? wir warten jetzt einfach ganz gespannt. Ich habe Ihnen am Anfang das Übersichtsschema gezeigt. Wir sind eigentlich ganz oben links bei den Verhandlungen und die Frage, die wir diskutieren, kommt mehrere Stufen später. Jetzt warten wir mal ganz gespannt auf alle diese Schritte. Werden sich die zwei Parteien überhaupt einigen können auf dieses gemeinsame Paket? Werden die Verträge, der Vertrag, wie immer das dann aussieht, wird das unterzeichnet? Wird es vom Parlament genehmigt? Und was wird dann der Bundesrat empfehlen für dieses Referendum und was wird das Parlament letztlich machen? Also wir können das weiterhin verfolgen, haben viel schönen Stoff zum Nachdenken, uns aufregen oder was immer es bei uns bewirkt. Es ist letztlich nicht in unseren Händen, wie Sie alle wissen. Man kann sich in die Diskussion bis zu einem gewissen Grad einbringen, aber beeinflussen in dem Sinne, dass die letztliche Entscheidung ja nicht in unseren Händen liegt. Eben das können wir nicht. Da müssen wir, wie eine Stimme sehr schön gesagt hat, auch auf unser Parlament vertrauen, dass es seine Aufgabe redlich und verantwortungsvoll übernimmt und sich überlegt, was die Folgen von gewissen Entscheiden denn auch sein werden. Ich glaube, viel mehr bleibt uns da nicht übrig und da sind wir wahrscheinlich alle äußerst gespannt. Also ich bin äußerst gespannt. Ich warte mit viel Interesse und Spannung darauf, was sich in diesem ganzen Dossier in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Ja, da schließe ich mich an. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt,
Ob und wann wir dann ein Verhandlungsresultat haben werden. Ich hoffe, möglichst bald oder sicher noch bis Ende Jahr, damit wir dann eben auch den parlamentarischen Prozess möglichst bald starten können. Weil, wie Frau Tobler gesagt hat, es dauert dann sowieso alles noch eine ganze Weile und ich glaube, uns bleibt noch genügend Zeit, über diese spannenden Fragen dann auch weiterhin zu diskutieren. Ist doch eigentlich, vielleicht letztes Wort, ist doch eigentlich interessant, dass wir jetzt schon heftig streiten über etwas, was erst Monate später, wenn überhaupt, kommt. Ich sehe gerade noch eine Meldung im Chat. Bach flach halten in der Frage, obligatorisches Referendum ist taktisch klug. Ja, das kann man auch sehr gut so sehen. Genau, ja. Dann nutze ich noch kurz die Gelegenheit, Sie darauf hinzuweisen, dass wir am 15. Oktober das nächste Europe at Lunch haben. Da werden wir uns der Thematik der Kohäsionsbeiträge widmen. Ich kann leider aktuell gerade noch keinen Referenten oder keine Referentin ankündigen, aber ich hoffe, dass wir dazu in Kürze weitere Informationen geben können. Aber Sie können sich auf jeden Fall schon mal den Dienstag, 15. Oktober, in Ihrer Agenda notieren und werden dann per Mail weitere Informationen erhalten. Ich danke Christa Tobler ganz, ganz herzlich für diese spannenden Ausführungen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben und natürlich auch Ihnen allen, dass Sie dabei waren. Einen guten Appetit für die, die noch nicht gegessen haben und einen schönen Nachmittag.